Am Sonntag, dem 20. Dezember 2020, hatten sich die Dülmener Landwirte etwas Besonderes einfallen lassen. Sie organisierten einen Umzug mit adventlich beleuchteten Traktoren unter dem Motto »Ein Funken Hoffnung« für die Menschen in Dülmen und den Ortsteilen. Das Ganze entstammt einer landesweiten Aktion, die allerdings nicht in allen Landkreisen genehmigt wurde. Die Beleuchtung der Traktoren mit Lichterketten und Tannenbäumen war sehenswert. Mehrere Stunden hatten die Landwirte ihre Traktoren geschmückt. Die Idee ist von mehreren Landwirten hier aus Meerfeld entstanden. In anderen Orten ist diese Aktion ja auch durchgeführt worden. Und da haben wir uns gedacht, warum machen wir das nicht auch hier in Meerfeld und Umgebung und dann inklusive Dülm. Pünktlich um 17 Uhr waren die Teilnehmer in Meerfeld gestartet. Begleitet von der Polizei setzte sich der Treck in Richtung Rohrup in Bewegung. Von dort aus ging es in Richtung Dülmener Innenstadt, wo die Traktoren gegen 17.45 Uhr eintrafen. Ich kann Ihnen ganz grob sagen, dass wir 100 angemeldet haben und ich denke, die sind es gewesen. An der mutmaßlichen Fahrstrecke hatten sich zahlreiche Zuschauer versammelt, um die festlich geschmückten Traktoren zu sehen. Ich bin den ganzen Abend als erstes Fahrzeug vorhergefahren. Also die Bürger, die ich gesehen habe, waren begeistert. Alles andere, die Videomaterial und Fotos und so weiter, muss man jetzt mal abwarten. Gegen 18 Uhr erreichten die ersten Trecker dieses starken Trecks das Dülmener Krankenhaus. Landwirt Benedikt Wichmann und seine Mitstreiter wollten mit dieser Aktion unter anderem älteren und kranken Menschen eine Freude machen, weil sie in der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt Besuch bekommen dürfen. Für die Fahrt galten strenge Regeln. So durften die Fahrer unterwegs nicht anhalten und ihre Kabinen nicht verlassen. Außerdem mussten an der Fahrstrecke Masken getragen werden. Da sich die Fahrstrecke der Traktoren durch verschiedene Hinweise schnell herumgesprochen hatte, nutzten viele Zuschauer die Gelegenheit, sich frühzeitig einen Standplatz zu sichern, was so von den Veranstaltern nicht vorgesehen war. Da muss sich einer auch wirklich die Zeit für nehmen, das ordentlich zu planen, auch mit Absprachen mit Polizei und Ordnung zu haben. Ich glaube, da sind lange Briefwege und lange E-Mails geflogen. Eine nicht enden wollende Schlange von Traktoren versetzte die Zuschauer in Erstaunen. Sogar der Nikolaus in seiner Kutsche fehlte nicht. Von der Halterner Straße aus ging es zur B 474, wo sich der Konvoi gegen 19 Uhr auflöste.